damit Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Runde von Red Dead Redemption RP hier bei Frontier Stories. Und wir sind wieder zurück und heute geht es weiter. Der erste Tag als Deputy in Annisburg. Jack hat uns wieder angeschleppt. Wir sind jetzt wieder da. Er hat uns überredet. Jack hat Gurtis überredet. Und jetzt schauen wir mal, was heute alles so passiert. Hinten sind schon Leute. Hinter dem Pferd könnte Jack stehen. Da steht er, glaube ich. Nee, das ist jemand anders. Obwohl, Jack hat nichts Blaues mehr an. Ah, das könnte, also von der Größe könnte das sein. Ne? Das ist natürlich so eine Sache. Guten Tag, Ma'am. Grüße Sie. Ja, gucken wir einfach mal. Oh. Ist er das? Das ist er, oder? Er sieht so anders aus im Gesicht, ich erkenne es nicht. Naja. So, wir gehen jetzt nämlich mal die Sachen kaufen. Gesetzestexte. Guten Tag. Bonjour. Sie Modell. Werden die Papierübergaben. Lassen Sie sich doch einmal kurz vorstellen, ne? Oh. Wie Sie Damen, das ist mein langjähriger Partner. Oh. Gutes Modell. Ja, schön. Wunderschönen guten Tag. Ja, grüße Sie. Er wird so debütiert. Ja, wie, ich bin mit einer der Ärztinnen hier. Hoffentlich auch bald die Praxisanleiterin, weil, wie man sieht, die Praxisanleiterin ist nicht hier. Auch ein Thema für sich. Tragisch. Wie, aber Dr. Lydia Lacroix, mein Name. Und neben mir meine mitgute Freundin, auch Kollegin Dr. Ellen Dimagos. Baba. Ja, mein Name ist Mr. Peterson. Pete Peterson, ich arbeite in der Mine. Pete Peterson. Genau. Ja. Schön. Schön, nein, einfallsreich hier, Alter. Die wird gerade überschrieben, Mr. Coleman verlässt das Land. Ich hatte Mr. Coleman tatsächlich bereits einmal eingesperrt. Wir uns verbindet also eine sehr gute Vergangenheit. Also ich meine, damit wir uns sehr respektvoll miteinander trotzdem noch austauschen können. Ja, ab und zu braucht er das, glaube ich, mal, dass er mal einen kleinen Dämpfer kriegt oder gekriegt heute. Junger Heilsporn. Der war der Ortsvorsteher. Ja, da ist er der selbsternannte Ortsvorsteher. Ah, selbst er. Hallo? Ja, nee, also wir hatten eigentlich gar keinen Ortsvorsteher, also. Ja, gut, einige haben gedacht, er sollte das vielleicht mal machen oder so, aber er hat sich um viel gekümmert, also er hat wirklich Gutes auch getan. Aber manchmal war er ein bisschen übermütig, würde ich mal sagen. Dann verlässt er heute das Land, ne? Ja. Genau, die werden gleich irgendwie... Kein großer Verlust. Was er meint ist, natürlich ist das ein großer Verlust für Annisburg, ne? Und total. Er kannte ihn auch gut, Monsieur Montiel. Tragisch. Gut, Monsieur Montiel, waren Sie schon im Office? Ich glaube, da liegt noch ein bisschen Papierkram, ne? Den wir... Hat gerade schon erledigt. Ah, Trebiach, aber vielleicht sollten wir uns... Wir wollten uns ja die Gegend heute noch ein bisschen Patrouille machen. Definitiv. Oder, gibt es von Ihnen irgendwas, Missy Dame, wo wir heute besonders ein Auge drauf haben sollten, oder? No, bis jetzt eigentlich nicht. Ja doch, die Praxisleiterin, wenn Sie die mal sehen, also, dann geben Sie mir mal Bescheid. Auf die Warte. Finden wir ja Ihre Leiche irgendwo. No, achso, also, 4 Tage erst. Nee, das meinte er nicht, also. Also, wenn wir sie finden, meinte er. Missy Montiel meint, wenn wir sie finden, dann... Machen wir eine Leiche aus? Nein, also. Nein, was machen Sie denn? Irgendwie sie eher. Achso. Glaube ich, ja, auch kein Verlust. Ah, nicht, ja, das habe ich ja die ganze Zeit. Ja. Also, das wird sich schon wieder alles einrenken. Natürlich. Schön. Einen wunderschönen Tag noch. Ja, danke gleichfalls. Gracias. Merci beaucoup. Gut. Au revoir. Das ist eine Kuh? Na, ich verstehe. Ah, merci beaucoup. Das heißt, vielen Dank. Achso. Na, wer ist denn da mit die falschen Beine aufgestanden, ne? Na? Was? Na, du bist mit die falschen Beine aufgestanden. Nein. Ich habe gedacht, wir sind der gute Kopf und der böse Kopf. Ah. Ich habe gedacht, ich muss energisch sein. Ach so. Ja. Das haben wir geschafft. Weißt du, du bist doch... Ich habe gedacht, vielleicht bist du der Charmeur. Und du weißt schon. Und wenn ich dazukomme, dann bekommen die Leute Angst. So einen Ruf müssen wir ausbreiten. Ja. Ich mach dann zwar nichts, ich hab nur ein großes Maul. Oder schau die Leute finster an.
Naja, gut, hier sind die Zeitungen. Wir sollen uns die Gesetzestexte holen. Es gibt neue Ausgaben. Nicht wahr? Ah, dann schmeiße ich meine mal weg, ne? Wo ist denn der Müll? Weißt du das? Nein. Schmeiße ich es einfach in das Wasser. Ja. Ganz linke Biografien. Bei Patienten, wo du die Patienten. Das ist wohl das Einzige. Ne? Ach. So. So. Buch. Buch. Guten Tag. Ja, sehr schmutzig hier. Finde ich sehr gut, dass Sie das hier alles. Oh, hat man. Entschuldige. Gut ja sein. Also Ordnungswidrigkeiten und mittelschwere Straftaten dürfen wir übrigens behandeln. Für alles drüber, also für schwere Straftaten brauchen wir einen Anwalt. Weißt du, wie mir dieser Anwaltsscheiße auf den Sack geht? Dieses dumme. Ach, vergiss es. Dieses blöde. Naja. Dieses unausstehliche Berichte schreiben, sowas. Na. Weil du bist ja Mann. Hüterin Le Moyne, davon gibt es ein Buch? Ist das das Buch? Nouvelle France, La Chemie de la Liberté, wer hat das denn geschrieben? Jacques. Oh, also du ein paar Dollar für mich. Wie viel? Tu jetzt nicht so. Wie viel? Was kostet denn das Gesetzbuch, Mondi? $4 brauchst du für die beiden. Für Strafgesetz und Zivilgesetz. Dann gib mir $8. Bitte. Merci. Ja, merci beaucoup. Oder was muss ich dann sagen? Merci. Nein, wenn ich bitteschön sag. Ah, bitteschön heißt Plaisir. Plaisir. Plaisir? Das habe ich ja noch nie gehört. Noch nie? Du hast in der französischen Armee, Monier. Ja, das sagt man nicht bitte und danke. Das sagt man verstanden. Tag. Für Sie. Mon Dieu. Aber ich nenne es mal als kleines Willkommensgeschenk. Oh nein, geben Sie ihm keine Geschenke. Ja, ach so. Für Sie natürlich auch. Oh. Brauchen Sie sich gar nicht zu scheuen. Nein, ich scheue mich nicht. Ich scheue mich für ihn. Auf jeden Fall. Oh, die ist mir. Mon Dieu. No. Ach, jetzt ein Croissant. Doch mal zusammen. Tut mir leid. Ich esse meins, glaube ich, gleich auf. Ja. Oh. Das ist doch köstlich. Gibt es die hier? No, ich habe mich aufs Rot tatsächlich. Oh, mon Dieu. Oh, leider nein. Schmerzt mein Herz. Wie, die Bierhalle ist leider nicht besetzt, also. Nun, an wen wendet man sich denn, wenn man jemanden kennt, der. Ich, an die Frau Cunningham. Das, ah, das ist die. Ist richtig, County Mayorin. Die kenne ich, das ist der Ärztin in Valentine auch. Richtig, richtig. Ich denke mal, sie ist da der perfekte Ansprechpartner. Natürlich, müssen Sie hier einen Ortsvorsteher geben. Oder eine Ortsvorsteherin, ne? Oui. Vielleicht sieht man noch so. Warum überlege tatsächlich? Aber ich weiß noch nicht, ob ich mir das so zutraue. Ich meine, so lange bin ich ja auch noch nicht im County. Ich habe noch nicht so die Ahnung von den, ja, Leuten hier eigentlich. Schön. Muss ich erstmal etwas zurechtfinden. Richtig, richtig. Ja, nicht, dass man am Ende noch sagt, Sie wären bestimmt eine
super Aushilfskraft, aber. Ja. Das denke Wenn ich das mal. Jemand sagen würde, dann wäre das ja quasi ein Schlag ins Gesicht. Oh, ein ja, für ihn, das stimmt. Also sie würde ihn meine Richtig. Oh, bis jemand hier, das, so muss man das anhaben. Oh. Was? Ich hab nicht zugehört. Jemand sagt, man wäre eine gute Aushilfskraft. Oh. Ja. Nicht, dass das irgendwem von uns passiert wäre, aber. Na, ich bedanke mich sehr herzlich. Ja, wir sind wirklich los. In Schottland gibt es Arbeit. Die brauchen dann, Hilfe. Wirklich? Passen Sie auf sich auf. Schön. Hey, Erfolg. Adios. Mademoiselle, das kann ich nicht versprechen, aber ich auch. Ich sage dir, Franché. Siehst du? Das klappt. Ja, die ist Französin. Aber verheiratet. Aber siehst du, das klappt mit diesem. Ui, dem Energischen und dem Charmeur. Das ist wie am Anfang in Rhodes, wo ich da angefangen habe. Man sollte viel weniger über sich preisgeben, die Leute nicht so an sich ranlassen. Nachher treten sie dir in und den Rücken. Ich habe mich nochmal. Derion, sagt man, oder? Wo sind die Pferde eigentlich? Ja, ach. Und ja, tritt mich nicht! Jacques? Ja, haben die Damen das gesehen? Nein, du kannst, glaube ich, aufstehen. Das ist durch deine braune Kleidung, hat man es nicht gesehen, glaube ich. Oui, das ist très bien. Jetzt beruhig dich oder schlage dich. Nein, nicht das Pferd schlagen, Jacques. Was? Ich meinte dich. Oh. Oh, yeah. Gut. Weißt du noch, damals, wo wir die Mors Alba gesucht haben? Welches Mal? Weil wir sie so aufgesucht haben. Mhm. Wo wir an dieser Fabrik waren, südlich von zwischen Saint-Denis und der Kelliger Hall. Diese runtergekommene Fabrik. Hey, mon Dieu, non. Dort haben sich anscheinend Leute verschanzt. Oh, das wird. Da müssen wir einen gewissen Mr. Robert Smith. Müssen wir dort schnappen. Mon Dieu, das ist Robert mit A. Das wird sehr laut, ne? Ich glaube schon. Siehst du, die Leute sind bewaffnet, die wehren sich. Die greifen sogar vorbeikommende Zivilisten an. Dann sollten wir uns vielleicht ein wenig weilen, ne? Schön, das stimmt. Hast du die Polizei in Saint-Denis angerufen? Ja, natürlich. Ist keiner dran gegangen. Doch. Ah. Schicken alles, was sie haben. Ah. Ich habe nur die Befürchtung, dass sie nichts haben. Ist McCoy nicht da? Ich weiß nicht, ob er da ist. Keine Ahnung. Oh, die ist mir. Jacques, rechts! Scheiße! Oh! Verdammt! Scheiße! Deckung! Verdammt, geht's dir gut? Jacques? Hallo? Jacques? Bist du noch da? Oui, ich hab meine Kopfstimme. Verdammt. Alles in Ordnung, waren das nur zwei? Nein, das waren fünf oder so. Ich hab da hinten schon zwei erwischt im Wald. Sehr gut. Verdammt. Nachdem sie was weiß ich. Warte. Noch nichts. Ach du Scheiße. Schau mal. Kommen die aus Van Horn hier? Ja, ich geb dir mal was. Mon Dieu, was ist das? Ist das, was ich denke? Was steht da drauf? Da steht drauf. Lies dir's durch. Das ist ein Kopfgeldjäger von Mr. Smith. Die wurden bestimmt geschickt. Aber sieh dir die Bilder an. Der Mann hier mit dem Schnurrbart, der sieht doch gar nicht aus wie ich. Natürlich nicht. So sehe ich doch nicht aus. Darum geht's doch gar nicht.
Der sieht aus wie ich. Verdammt. Der hat bestimmt schon Leute angesetzt, mich aus dem Weg zu schaffen. Weil es sich rumspricht, dass ich in Rolls nicht meine Arbeit gemacht hätte, hä? Mann, yeah. Wir müssen diesen Smith zur Strecke bringen. Bevor er das weiter rumerzählt, ne? Nein, das macht ja Burton. Dann müssen wir sie zur Strecke bringen. Das geht nicht so leicht. Ah, eine mächtige Frau in Saint-Denis. Ja, nix. Wir alle in Saint-Denis, ne? Diese ganzen Großstädter. Ich sag es dir. Da gibt es nichts für uns, ne? Nein. Man hat uns jetzt ins letzte Eck gedrängt. Wenn wir in Annisburg keinen Fuß fassen können, dann nirgends. Es gibt noch eine Möglichkeit, die wir nach Annisburg haben wollen. Die wäre? Ja, meh. Die wird uns wieder aufnehmen. Ganz sicher. Ja, meh. Wir haben gesagt, wir machen das nie wieder. Und wir haben auch gesagt, wir machen nie wieder eine Menage à trois und gucken uns dabei in die Augen. Ne? Das ist was anderes. Das ist was anderes. Das ist nichts anderes, das ist genau dasselbe. Das sind zwei Männer, nein, die nicht zu ihrem Wort stellen. Ne? Und da sind wir doch mal. Du hast ja recht. Ui. Honnabar. Honnabar. Hm? Hm? Ich weiß nicht. No, das ist vorwärts. Ne? Ach so. Du trau. Ui, das ist geradeaus. Sorry, natürlich. Mon Dieu. Michel Serpent war hier. Ja. Solange Monsieur Luc nicht kommt. Bestimmt. Da habe ich mir letztens wieder. Nein, deswegen. Ich hätte eine Brandhose besorgt. Monsieur Luc. Ich habe hier noch seine Knochen und ähnliches. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, wenn wir aus Van Horn beschossen werden, dass wir dann stehen bleiben, ne? Weil ich jetzt gerade am Überlegen, weil wir uns noch defensiv verhalten können. Achso, ja, stimmt. Okay. Dort links. Bist du sicher? Dort links, diese Fabrik da hinten. Ah, ich dachte, du meinst hier die Brücke links. Oh, das wäre aber eine Brücke zu früh, glaube ich. Da ist nicht eine Brücke zu früh. Das Gute ist, diesmal steht die Sonne am Himmel und nicht so schräg unten. Weißt du noch, wir hatten das letzte Mal, sind wir von der Kelliger Hall gekommen, wir hatten keine Chance. Ui, deswegen wäre jetzt meine Idee, dass wir nicht von der Kelliger Hall kommen. Können wir jetzt aber, weil jetzt die Sonne nicht hier am Horizont steht. Da sind sehr gute Bäume, ne? Si, warten wir. Jetzt zu Fuß rübergehen? Ja, definitiv. Warte, ich nehme das andere Gewehr noch mit. Ah, gute Idee. Schaden kann das nicht. Nein, definitiv nicht. Ja, da hinten ist definitiv Bewegung. Wir raten uns an. Ja, schau erstmal. Genau, pack mal die Waffe weg. Ich will wissen, ob die wirklich angreifen. Da oben ist jemand an Ausguck. Schön. Ich glaube, wir wurden gesehen, mein Freier. Wenn es gleich losgeht, wo gehen wir dann hin? Na, hinter die Bäume, die bieten rechts, ein bisschen. Rechts sind die Bäume. Schön. Oh, die schießen, lauf! Die greifen ja wirklich an! In Deckung! Nicht in denselben Baum, ja, schön. Oh, verdammt! Scheiße! Ich höre noch mehr. Wo? Oh. Da kommt noch einer. Runter. Nicht den Mann da oben abschießen. Nur den linken. Gib mir Deckung! Der rechte sieht aus wie der Smith! Gib mir Deckung, ich laufe zum Tor! Ja!
Nicht auf den oben! Schrei! Ah. Okay, komm den in Deckung, linken. Deckung, Deckung! Den linken, sagtest du, ey? Den linken kannst du erschießen! Hab ihn. Okay, Deckung. Ich geh auf die andere Seite! Okay. Ah. Und aber auch. Okay. Ich gebe Deckung. Gib mir Deckung. Und du rennst zu dem Wagen vor, okay? Ui. Auf drei. Eins, zwei, drei. Ich komme. Sie sind festgenommen. Sheriff Officer Ennisberg. Ergeben Sie sich. Ergeben Sie sich. Sie sind umzählt. Ah. Das so- ja. Scheiße! Ah. Das muss nicht so enden mit dir! Sind festgenommen! Ich hab ihn. Wie ist Ihr Name? Wie ist Ihr Name? Smith? Ja. Sehr gut. Scheiße. Jacques, ist alles in Ordnung? Blut ist. Ja, ein wenig. Hier am linken Arm und am rechten. Ah, Streifschüsse. Kannst du ihn nehmen? Hey, ich bin noch ein bisschen. Gib dir Deckung. Verdammt. Jacques, schau dir mal den Typen hier an. Der sieht halt genau das gleiche an wie die, die uns überfallen haben. Hey, du hast recht. Hat der auch sein Bild dabei? Ja, hat er. Mein Bild. Warte, ich fange euch. Hoppa. Sie sind aber sehr gut gekleidet für einen Banditen, ne? Ui. Wo sind die Pferde? Komm schon, Pferd. Da, Tapas. Sehr gut. Oh, Dios mio. So, Sie haben das Recht zu schweigen. Bitte machen Sie davon Gebrauch, Monsieur. Sie haben das Recht auf Versorgung. Und Sie haben das Recht zu erfahren, warum Sie festgenommen wurden. Sie wurden festgenommen aufgrund von kriminellen Machenschaften in einer Vereinigung. Werden Sie bitte verstehen. Was ist denn das für ein Strolch? Guten Tag. Was haben Sie denn da gefangen für einen Fisch? Einen üblen Fisch. Die Kerle hinten. Sieh. Gesucht für kriminelle Machenschaften. Na, verstehe. Haben sich hier versteckt in der... in diesem Gebäudekomplex, kann man sagen. Echt, diese Schweinehunde, Gott sei Dank, haben sie ihm erwischt. Ja, der Mann wird hängen. Keine Sorge, heute Abend noch. Na, da bin ich sehr gespannt. Sieh. Ich bin sehr gespannt. Na gut. Ja, denn schöne Reise noch. Ja, Ihnen auch. Adios. Und weiter. Das war Pschäschis, oder? War er das? Diese Drecksau. Das war er. Den hätten wir am liebsten gleich mitnehmen können. Ekelhaftes Stück Scheiße. Ach, wir müssen doch um die Stadt reiten, wir Idioten. Auf geht's. Bevor es noch mehr nach Ennisburg geschafft haben. Das waren schon einige, ne? Ach du Scheiße. Wenn wir die Straße leer räumen. Was ist denn hier passiert? Ja, wir räumen die Straße leer. Schau mal, die haben alle das. Die haben alle dieses Rot-Beige an. Der hat auch diesen Zettel dabei. Verdammt. Der war ja nicht dabei. Sie gehen hier auf den. Na, legen wir sie in die Galligalle, oder? Na, na, dann haben die das Problem am Hals. Den auch. Dabei.
Die haben alle diese Sachen dabei, ja? Ah, warte, hier, das ist rausgefallen. Da gehen wir die auch noch weg. Ach nein, wir liegen doch schon auf dem Grundstück. Hey, Mondier. Gute Arbeit, Missy Mondier. Sehe ich auch. Ich hätte vor, sei. Haben sie wirklich gut gemacht. Erstklassige. Kannst du mir gleich am besten mal den Arm desinfizieren? Das brennt wie Hölle. Ich kann ja gleich einmal zum Doktor gehen, ne? Ach, Jacques. Oder du kannst ihn auch hier in der Sumpfwasser halten. Ja, wir gehen zum Arzt. Du hast ja recht. Gesehen und heute sehen wir Resi wieder. Ich muss sie einfach fragen, was machen sie denn hier? Bonjour, was bauen sie, eine Hütte oder? Was sind für Pflanzen bauen sie hier ran? Hier in dieser unwirklichen Gegend. Ne? Oh, Entschuldigung. Und sie sind. Ist das ihr Feld hier? Nein, ich muss nur leider immer ein bisschen von meiner Farm weggehen, weil ich da nicht anbauen kann. Ah. Oh, das ist der Sinn an einer Farm, ja. Sie haben sich verkauft mit der Farm sozusagen. Also hier ist der Boden fruchtbarer. Genau, hier ist der Boden fruchtbarer. Jacques de Francais, mein Name ist Mademoiselle. Der andere Gentleman mit die gefesselte Kriminelle ist Curtis Montier. Guten Tag. Ja, Freund Elin Sabini, mein Name. Bini. Nun, Mademoiselle, dann wollen wir Sie nicht länger aufhalten. Wenn Sie mal in Andesburg sind, dann schauen Sie doch mal bei uns vorbei, ne? Natürlich, das mache ich. Au revoir. Adios. Auf Wiedersehen. Und ich liebe diese Jacke. Ich trage immer diese... Ja, deswegen heißt sie auch Jacques de Francais, nicht wahr? Ach so, naja, egal. No, das heißt Jacques. Oh, ja, see, oi. Soll ich mir auch so eine Jacke holen? Nur vielleicht dunkler jetzt, auch in braun. Ja, dann ist das sehr schick, aber auch wenn du willst, ne? Na, ich hab gedacht, im braunen Stil passt es besser, oder nicht? Oder ja, schwarz? Braun. Ich hab ja beides, ne? Weil ich glaub, aber ich will dich ja nicht imitieren, nicht wahr? Du kannst mich imitieren. Nein. Das sieht albern aus. Ich glaube, diese Jacke war mal schwarz, ne? Ja, total das Leder ausgewaschen. Gewaschen. Naja, sagt man nicht so. Abgeblättert. Abgeblättert. Schön. Ja, wahrscheinlich. Ja, das lag auf dem Altkleiderhaufen, nicht wahr? Ja, natürlich. Verdammt nochmal. Das brennt wie Sau. Ist uns ja hier jemand von den. Von den schwarzen Kopfgeldjägern ins Netz gegangen. County-weit. Nee, landesweit. Nicht nur County. Mann, die wirklich? Ja. Den ganzen USA. Hat er dann wirklich eine sehr große. Dann ist sie vielleicht so groß wie die der Lobos selber. Hm? Ah. Würde sicherlich einige Zeit dauern, ihre Lage herauszunehmen. Ja. Könnte auf jeden Fall dauern. Weißt du, was ich zu gerne ausprobieren würde? Wenn wir aktuell noch unerkannt sind als Deputies in Annisburg oder unbekannt, ja? Wenn wir die Sterne ablegen würden, alle unsere Wertsachen, die Waffen auch. Und dann gehen wir mal nach Annisburg rein als friedliebende Bürger und wollen einfach nur in das Pub. Annisburg? Nach Van Horn, um auszuspionieren, was da los ist. Das hatte ich vorhin, als Sie das erste Mal hingeritten sind, vorgeschlagen. Ach so. Ja, sollen wir das gleich machen, oder? Gut, dann könnten wir uns auch mal die Gegend hier ransehen. Die ist auch weg zum Beispiel, ne? Wo wird der hin? Ihre Gosch, ne? Den Hügel hoch. Schön, wir müssen uns mit der Gegend vertraut machen. Allerdings. Auch dort hinten hoch, der Berg. Und je, wer ist denn der Mann? Also stopp. Steh mal. Bonjour, Monsieur. Sir? Comment allez-vous, Monsieur? Schack, schack, schack. Der ist vorher mit der Gruppe da gewesen. Der ist weggerannt. Die auf uns geschossen haben. Wirklich, Monsieur? Sir? Dann nehmen Sie mal mit. Kommen nehmen Sie mit. Die Hände hoch. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Nur eine Vorsichtsmaßnahme. Und pack ihn mal in die Zelle. Und was hat er gesagt? Sie, Monsieur.
Mon Dieu, der ist Russ, glaube ich. Es wird immer verrückter. Vielleicht geben Sie. Was? Stopp. Was hat er gesagt? Wer? Er. Meiner oder deiner? Deiner. Er hat Informationen? Der wirst du uns nicht geben? Das werden wir mal sehen. Oh. Ist hier vielleicht irgendwo ein ruhiges Plätzchen? Ja, ich hätte gedacht am Wasser. Jetzt steht mal ein wenig rein. Komm. Wie reden Sie jetzt? Oh. Wir gehen an den Weg der Schmerzen für Sie bedeutet. Oh. Ich bitte Sie. Reden Sie jetzt. Gucken Sie sich das Wasser an, Monsieur. No? Gucken Sie. Wäre doch sehr schade, wenn Sie dort ein Bad nehmen würden, so gefesselt wie Sie sind. No? Wenn Sie das Monsieur. Unbedingt so wollen. Monsieur, bleiben Sie hier, reden Sie mit mir. No? Reden Sie. Kommen Sie zurück, Monsieur. Können Sie nichts sagen? Monsieur, das ist sehr bedauerlich. No? Reden Sie mit mir oder mit ihm? Sir. Aber reden werden Sie doch, früher oder später. Oh, er ist mir in den Abstand gefallen. Scheiße! Jetzt habe ich die Brieche gemacht! Sir? No, ich würde sagen, du hast. Scheiße! Nee, der hat sich befreit, no? Was? Wo? No, der ist eindeutig weggeschwommen! Verdammt! Der taucht bestimmt gerade! Oh! Ui. Oh! Da kann ich doch nichts hören! Oh! 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 Die ist mir. Verdammt! Den kriegen wir. Soll ich mit Wasser schießen? Nicht schießen. Verdammt nochmal. Wir müssen schauen, dass der andere nicht abhaut. Also, dann ist er. Mon Dieu, der ist gestorben, der andere Mann. Oh. vielleicht reden Sie besser, Monsieur, sonst machen wir mit Ihnen das Gleiche. Oh. Kommen Sie. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Tag. Also, wir bringen den erst weg und dann gehen wir rein zu die Doktoren. Okay. Also, Monsieur, kommen Sie, reden Sie noch. Reden Sie mit uns. Ist egal, er wird eh hängen, gegen ihn liegt die Todesstrafe vor. Ja, aber hängen ist ein schöner Tod. Ne? Schau, das stimmt. Oh. Oh, mon Dieu, ich bin noch gar nicht. Okay. Jetzt darf ich den Umschlag. Öffnen. Wo ist der Umschlag? Den mit der Belohnung. Hier, warte mal. Das sind 36 für jeden. Mon Dieu! Ja, sehr gut. Rivière, Monsieur. Rivière. Also reden Sie. Der Mann ist in der Zelle. Oder nicht? Bring mir das Geld. Bring mir das Geld erst kurz weg, ja? Oh. Was ist denn hier los? Ja, nichts. Gar nichts. Eine Begrüßung der französischen Art? Natürlich. Der Mann hat jahrelang in der französischen Armee gedient und hat keine Ahnung. Also, er hatte noch keine Frauen in der Armee. Und für mich ist nichts übrig, oder? Naja. Ja, komm, Ellen. Nein, das ist eben. Komm her. Komm, Ellen. Auf her. Auf her, komm her. Oh! Lass mich! Wehe, du küsst mich! Oder? Ei! Guck mal, das kann man sich ja schön hier anschauen. Hör auf jetzt! Komm jetzt her! Wach! Wir müssen auch wieder weiter. Der Mann hat gerecht. Cordis. Was denn? Der Mann hat geredet. Sehr gut. Wer hat den Glück? Aha. Wer ist denn das?
Wer? Sie? Ist das Miss Harrington? Ist das Miss Harrington? Gut, wir müssen kurz. Sie war meine Sekretärin. Aber wir sind eine gute Freundin und ja, auch Doktorin. Ich bin sofort wieder da, Monsieur. Wie ist das eigentlich jetzt? Ich hab nicht verstanden, was mir Kahn gesagt hat, aber dürfen wir jetzt Waffen tragen oder nicht? Langwaffen? Ja, natürlich dürfen wir das. Wir waren in Sonny nicht. Ja, wenn wir nicht dienstlich da sind. Ich sehe das. Das ist sie. Da sollen wir ja Angst machen. Tag. Guten Tag. Bonjour. Willkommen in Annesburg. Ja, guten Tag. Mademoiselle. Harrington, immer noch. Tut mir leid, der Name sagt mir gar nichts. Was? Ich mache noch Spaß, Mademoiselle. Wir haben Sie schon erkannt, als Sie hier langgelaufen sind. Wir wollten Sie nur veronepippeln. Oh. Tatsächlich, ich habe Sie gar nicht gesehen, wo ich hier langgelaufen bin. Und wir standen dabei. Gegenüber. Ich habe gerade einen Kuss bekommen. Ich hätte vorgesehen. Einen Kuss haben Sie bekommen. Oui, oui. Und der erste noch. Wunderbar. Ist auch, oui. Mademoiselle, das ist ja auch interessant. Wissen Sie, dass wir hier in Landesburg sind? Wie kommt es? Haben Sie von den Ereignissen gehört in Rotz? Nicht so sonderlich viel. Ich habe den Spiegel, den Klatschspiegel gelesen. Oh je. Dort hinaus habe ich erfahren, dass Mr. Montiel suspendiert ist. Ich bin allerdings nicht suspendiert. Bitte? Ich bin nicht suspendiert. Ich bin entlassen. Okay, im Klatschspiegel steht allerdings, Sie sind suspendiert. Hm. Okay, und sonst weiß ich nichts. Ich sehe nur, Sie tragen einen Stern. Rhodes ist völlig verlassen. Ich traf dort genau eine einzige Dame an der Telegrammstation und sonst ist dort niemand. Ui, Michel Brechers hat es geschafft. Rhodes ist zerstört. Was denn? Was hat denn dieser Precious gemacht? Er hat eine politische Intrige gegen Monsieur Montiel angefangen, ne? Und hat das alles ins Rollen gebracht. Monsieur Cunningham war, der County-Sheriff war sein willfähriger Gefährte in dieser Sache, ne? Der sich nicht schützend vor seine Männer stellt, sondern sie direkt bei kleinsten Anzeichen nicht mit ihnen spricht oder anderweitig, sondern sie direkt aus die Stadt treibt quasi. Ne? Es ist nicht richtig, Monsieur Montiel. Sehr. Waren wir eine Weile in Blackwater und jetzt sind wir nach Annesburg. Die Zeiten hier sind schwer und wir werden hier gebraucht. Nun, ich bin tatsächlich nur hier, weil ich dringend Arbeit suche, da ich einfach kein Geld mehr habe. Was sagen Sie zu dieser Räumlichkeit hier? Ich bin gerade etwas erschrocken. Ich habe sehr Durst und ich bekomme hier nichts zu trinken. Das ist, der Laden hier steht leer. Hier, nehmen Sie Wasser. Ah, vielen Dank. Ich nehme lieber das Wasser. Wenn Sie Hunger haben, habe ich noch diesen Apfel hier. Ach, Der Laden hier steht leer, also. Tatsächlich sieht es doch genauso aus, wenn ich mal auf die Tische schaue. Mademoiselle, es gibt keinen Ortsvorsteher hier, aber wenn Sie. Wenn Sie uns begleiten würden, na, dann könnten wir mal schauen, ob Valentine der. Wir könnten mal dort ihn. Hinfernsprechapparillorin, ne? Sagt man nicht so. Und gucken, ob der County Mayor Cunningham da ist. Ne? Nicht verwandt mit dem County Sheriff in Lemon. Der County Mayor. Seine Frau, ne? Sie ist eine Ärztin in Valentine. Dann würden wir da einmal hinreiten, wenn Sie wollen, mein Mann. Ja, sehr gerne. Und wir müssen nun nur noch ein paar Gangster auf die Weg. Noch ein bisschen mit dir. Nimm ihn fest! Oh, Scheiße. Ich glaube, haben wir was gebrochen. Bastard. Oh. Und jeder? Schnell in Deckung. Und? Die Leichen liegen da noch. Oh je. Sie kommen! Oh!
Position, Position! Muss ich auch mit in Deckung? Ich rücke vor! Gib dir Deckung! Halt die Schnauze! Christ Almighty! Warum? Kommen Sie jetzt! Bist du verletzt? Scheiße. Am Bein? Oberschenkel? Scheiße. Aber wir müssen weg hier. Ein Streifschuss. Sind die Doktor? Keine Zeit zum Ausräumen. Auf geht's. Komm. Kleiner Scheiße! Ja, oui, Monsieur. Ich glaube nicht, dass Sie mir irgendwelche Informationen geben können. Warte, warte. Sie. Oh, gracias. Und das war weniger als sonst. Nicht mal $60? Naja. Bringen wir es erstmal zur Bank, ja? Jacques? Munition. Jacques? Oui. Bringen wir das erstmal zur Bank kurz, oder? Haben wir einen. Wir haben ja keine Büchsemacher, oder? Doch, gibt es. Gibt es? Ah, da drüben. Ist das ein Russe? Sollen wir erst in den Waffenlader, ne? Oh je, Scheiße. Ja, das wäre noch viel interessanter. Schönen guten Abend. Bonjour. Oh, Dios mio. Das ist ja super hier. Gut aussehen, ne? Ja, das ist ja grandios. Ah, Mademoiselle. Schönen guten Tag. Monsieur de Francais, wie ich sehe, war es eine gute Idee, dass ich hier geblieben bin? Wieso fragen Sie? Es sieht aus, als Sie ein wenig Schmerzen. Oh, wirklich? Ja. Das sieht nur so aus, ist gar kein Problem. Bonjour, Monsieur. Ein wenig. Howdy, Sir. Grüße Sie, Jacques de Francais, mein Name. Wir sind Monsieur Montiel und ich sind die neuen. Ja, guten Tag. Deputies hier, ne? Ah, freut mich, Leo Hammerson, mein Name. Mr. Hammerson, schön Sie kennenzulernen. Ach so, das ist ja. Ebenso, danke. Guter Name für einen Buchsemacher. Ne? Ja, wegen dem Hammer, verstehen Sie? Ah, ja. Wieso, ja. Aber Sie mit dem Hammer, ne? Kann man ja auch immer sagen, es ist Hammer-Time, ne? Ja, Sie kommen. Kann man auch. Oh, ich und, muss sagen, wir rein ist halt jetzt hier neu, oder wie? Bitte was? Ui, wir sind die neuen. Neu hier? Ja, neu hier. Deputies. Wir waren vorhin in Rhodes, jetzt sind wir hier. Ah, seit gestern dann, oder? Ui. Ah, okay. Ja, schön.
Dann ist Mr. Kane auch hier? Na, no. Erstaunlicherweise gerade nicht, aber hat uns gestern eben eingestellt. Ich muss mir mal eben diesen Altspeicher ausziehen lassen. Dann bis später mal. Ich bin leider ein wenig unpässlich, ne? Aber, bonjour, Mademoiselle, haben Sie gleich einen Moment für mich? Natürlich. Ich habe, eine Kugel ist in einen Zaun neben mir reingeschlagen und ich habe einen großen Holzsplitter hier. Er stand hinter einem Zaun, während die Zaun mit Schrotflinten beschossen wurde. Also, es sind vielleicht auch mehrere Splitter. Ich will nicht so blumig malen, ne? Ich hatte noch Glück gehabt, ne? Wir schauen uns das mal an. Aber erst küssen Sie ihn. Achso, naja. Meine Güte. Ich habe gedacht, dass... Mademoiselle, vielleicht wollen Sie den Monsieur Mondial, können Sie einmal zu die Office bringen und Sie können den Fernsprechapparillo benutzen und in Valentine anrufen und fragen, ob die Conti Mären überhaupt da ist, ne? Kuninger, Monsieur. Ja, ja. Schön. Kommen Sie. Viel Spaß, ihr beiden Turteltäubchen. Nein, wir sind ja keine Turteltäubchen. Miss Harrington, ja. Haben Sie schon meinen Fernsprecher benutzt? Nein. Wie nein? Nein. Kommen Sie nicht aus der Stadt? Bitte? Kommen Sie nicht aus der Stadt? Nein. Wie nein? Nein. Ich hatte noch nie die Möglichkeit oder die Notwendigkeit. Hier steht ein Fernsprecher, da müssen Sie ein bisschen schauen, dass Sie rankommen. Rechts daneben ist das Telefonbuch, da können Sie dann... haben Sie es? Ja. Können Sie die Nummer wählen und am Ende die Raute-Taste auch durchdrehen. Und dann ruft es. In Valentine, ja? Mhm. Genau, dann können Sie mal Glück versuchen. Und wo in Valentine? Also im Sheriff Office, am besten. Und dort frage ich nach Miss Cunningham, ja? Ja, County Sheriff, County Mayor Cunningham, ob sie da ist. Es gibt keine Kopfgelder in dieser Stadt. Ja, und schwarzes Brett gibt's auch nicht, oder was? Aha. Ist niemand zu erreichen. Dann fragen wir gleich mal Mr. DeVosse, ob er dorthin reiten möchte oder was er tun möchte. Ja, sehr gerne. Schön. Vielleicht hat mir ansonsten noch irgendjemand eine Telegrammnummer. Ja, genau, da können wir gleich nachfragen, ob das der Fall ist.